Perfekt. Nein! Wieso springst denn du nur hoch? So, zack, zack, zack. Und weiter geht's. Da hinten war doch schon wieder der Speicherpunkt. So, dann geht's hier hoch. Ah, wieso springt denn... Ich gehe auf die Tastatur. Irgendwie sprang der gerade nicht nach... Nicht nach links, so wie ich's... nach rechts, so wie ich's erwartet hätte. Vom Verhalten her. Irgendwas war da komisch. Zack, zack. Oh, nee. Nochmal. So. Irgendwas ist an dieser Umsetzung mit dem Controller noch nicht so richtig. Zumindest mit meinem Controller. Man kann natürlich auch sein... Das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich das mit der Tastatur nicht hin? So, dann nehme ich doch mal einfach den Joystick. So, so. Rein. Genau. So. Hier geht's quasi hoch. Genau. So. Dann geht es hier runter. Geht das hier runter. Und ich bin drin. Wunderbar. Bin gespannt, was jetzt kommt. Ui. Uiuiui. Sprung. So. Verdammt. Verdammt. Sowas Doofes aber auch. Hm. Brauche ich ja jetzt echt Reaktion. Okay, nochmal. Absprung. So, einspringen. Zack. Das ist echt hinterhältig. Ich muss quasi den mittleren Pfosten treffen beim Absprung, damit ich einfach weiterhüpfen kann. Ah, nicht Licht anmachen. Wieso mache ich denn sowas Dämliches? Boah, da kann man schon ganz schön fiese Sachen einbauen, muss ich hier mal sagen. Wieso komme ich denn da nicht rüber eigentlich? Niam, 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 niam. Ich bin nicht so wirklich zufrieden mit der Leistung hier gerade eben. Da bin ich wirklich überhaupt nicht mit zufrieden. Ich bleib da die ganze Zeit dran hängen. An diesem blöden Quatsch, das ist doch unmöglich. Was ich natürlich machen kann... Nee. So. Ich werde auf jeden Fall jetzt an die Vorderkante gehen, damit ich möglichst früh rüberkomme und möglichst viel... Oh. Also die Steuerung, die hakt manchmal hier echt gerade ein bisschen. Damit ich möglichst früh reagieren kann eigentlich. Was soll denn das gerade? Nee. So, Tastatur. So. Verdammt. Nochmal. Zack, hier rüber. Vorne stehen bleiben. Da komme ich ins Licht. Hier ist Licht an. Rüber, rüber. Ah, Licht wieder anmachen vergessen. Vergesse ich die ganze Zeit. Wenn ich drüber bin, muss ich das Licht wieder anmachen. So, Dele. Also, komm rein. Jetzt sind wir wieder im Licht. Licht an. Zack. Zack. Verdammt. Das ist echt hinterhältig. Da muss man wirklich im richtigen Moment abspringen. Und man muss es vor allem bei der Geschwindigkeit sehen, wo man abspringen muss. Hier bin ich im Licht. Hier kann ich es... Okay, hier kann ich es noch nicht ausmachen. Erst da hinten kann ich es ausmachen. Und da muss ich eigentlich schon abgesprungen sein. So.
Dann gehe ich doch hier. Ah, das Licht, das Licht, das Licht, das Licht. Na, wenigstens komme ich jetzt schon mal ein bisschen über den Hügel rüber. Das Licht, das Licht. Aber ich werde an der zweiten dann auf jeden Fall hängen bleiben. An der da, die ja hier gerade zu sehen ist, ganz rechts. Da werde ich dann auf jeden Fall danach hängen bleiben. Ich kenne mich. So ein Lauf hinterher, hintereinander, das ist bei mir einfach tödlich. Sag ich doch. Wenn das eine so halbwegs gut klappt, dann scheitere ich am nächsten. So. Was ich da quasi dann im Prinzip machen muss. Quasi hier. Hier von Stange zu Stange hüpfen, und zwar rechtzeitig. Sodass ich rechtzeitig dann auf der anderen Seite auch wieder durch bin. Wobei ich da natürlich dann auch auf die zweite Stange springen kann. Und wenn ich auf der dann stehe, einfach nur das Licht dann machen will. Dann falle ich durch die Stange durch und auf die Plattform wieder runter. Allerdings kenne ich mich. Ich werde in der Zeit das nicht hinkriegen, da angemessen zu reagieren. Aber ich muss ja jetzt eh erstmal die Stange treffen. Das ist ja jetzt erstmal die große Herausforderung. Nein! 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 Mach doch nicht sowas! Mach doch nicht so viele von den blödsinnigen Dingern hintereinander! Also Hindernisse sind echt ätzend, ganz ehrlich. Vor allem, wenn du das Licht brauchst. Nein! Nein! Okay, aber ich denke, ich habe es so halbwegs raus. Ich denke nicht, dass ich es raus habe, aber ich denke, ich habe jetzt zumindest so halbwegs ein bisschen ein Gefühl für den Blödsinn. Wobei ich immer noch die ganze Zeit durch das Brett durchfalle. Einfach, weil ich schon zu sehr im Schatten erwische und zu spät einfach das Licht anmache. Nein, 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 nein. Ah, es ist ganz schön ätzend irgendwie, muss ich hier sagen. Also dieses Ding, das ist echt ätzend. Und das Schlimme ist, ich habe so ein blödes Gefühl, dass noch viel ätzendere Sachen kommen werden. Also die Sache mit diesen Stangenhüpferei, die ist echt doof. Muss ich jetzt sagen. Also ich hatte richtig Lust auf das Spiel, aber das hier, das ist echt frustrierend, das macht keinen Spaß. Ach komm. Jetzt muss ich da wirklich noch die letzte Stange erwischen, damit ich auf die andere Stange hochspringen kann, oder was? Oder muss ich die mittlere erwischen, damit ich... Ach, das ist doch ätzend, Jungs. Also meine Laune trübt sich gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach... Ich meine, man kann dann danach stolz auf sich sein, wenn man es geschafft hat, aber ganz ehrlich, will ich das? So, du, du, Licht an. Du, du. So, nochmal. Ja, meine Laune trübt sich gerade ein bisschen. Finde ich schade, weil ich eigentlich das Spiel bisher recht angenehm fand. Schön. Ich meine, okay. Wir wollen ja auch eine Herausforderung an manchen Stellen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich denke, die hatten wir auch. Nein! Nein! Nein, da ist der Speicherpunkt. Ich denke, die hatten wir auch. Ich denke, die haben wir eigentlich nach wie vor. Aber... Ja, also man muss halt immer ein bisschen aufpassen. Klar, die einen wollen nicht unterfordert sein und ich meine, ich bin jetzt hier auch nicht unbedingt der Profispieler, auch was diese Jump'n'Runs angeht. Mir machen Jump'n'Runs Spaß normalerweise, üblicherweise, und ich denke, eine kleine Gabe habe ich durchaus.
vor allem die Gabe ins Wasser zu springen. Aber man muss halt quasi immer abwägen, was ist fordernd und was frustriert. Und Dinge, wo man quasi permanent in der Situation ist, dass man quasi immer wieder die gleichen Dinge wiederholen muss, nur weil man eine gewisse Kombination jetzt nicht so geschafft hat, wie es... Das ist einfach frustrierend. Das ist einfach frustrierend. Anders kann ich das nicht formulieren, es ist einfach nur frustrierend. Und das nimmt dann halt in gewisser Weise auch den Spaß am Spielen ein kleines bisschen. Also mir... komm! Nimmt das hier gerade ein bisschen den Spaß am Spiel, vor allem wenn du gerade siehst, du hast eh keine Zeit und du musst dann auch noch Millimeter genau abspringen, dann ist es einfach ätzend. Ich meine, wir hatten schon mehrere Stellen, wo wir quasi mehrere Folgen gebraucht haben, um überhaupt durchzukommen. Aber es war jetzt noch nie so wirklich so, dass man sagen könnte, okay, man muss ein Weilchen überlegen, man muss auf die richtige Idee kommen, das ist ja alles in Ordnung, das ist halt Hirnschmalz, okay. Aber das hier, das ist ja quasi Geschicklichkeit und Glück, vor allem wenn man so leicht nicht gerade koordinatorische Fähigkeiten hat wie ich. Ah, vor allem sowas. Also sowas, also da muss man halt wirklich Millimeter genau stehen und abspringen, wenn man sonst einfach nicht durchkommt. Und das ist halt wirklich einfach schade, vor allem unter Zeitdruck. Ich meine, klar, unter Zeitdruck kommt halt das Können viel intensiver zum Vorschein und wird das Können halt viel eher benötigt, aber trotzdem ist es einfach frustrierend. Ich versuche mich gerade mal ein bisschen zu konzentrieren, aber dann passiert sowas und dann ist es auch einfach Blödsinn. Ich greife mal wieder zum Controller. Ich glaube nicht, dass es dadurch besser wird. Aber ich mache es einfach mal. Ich meine, es wird ja eh nicht. Ach ja, da muss ich ja wieder hier... Genau. Wieso bleibe ich eigentlich hier mit dem Controller da haken? Ich muss hier gerade mal ein bisschen testen. So... Geh hier hoch, zack. So. Springen. So. Licht aus, springen rüber. Hm. Sollte eigentlich funktionieren. Keine Ahnung, warum das da immer wieder hakt. Nein. Nein, das wird nichts. Ich muss wieder mit der Tastatur. Das ist einfach viel geschickter an dieser Stelle. Keine Ahnung, was mit meinem Controller ist oder ob das generelle Umsetzung von einem Standard-Joystick versus Gamepad ist. Also, ach, fuck. Also quasi so von wegen Xbox-Controller ist super und normale Gamepads sind wie zum Beispiel irgendwelche, ja, Gamepads halt. Sind dann ultra hakelig, keine Ahnung, ob es da ein Problem gibt, aber vielleicht bin ich auch einfach nur unfähig oder mein Controller ist schon durchbenutzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich stelle bloß fest, ich komme hier mit der Tastatur gerade ein bisschen besser zurecht. So halbwegs. Puh, hey, alter Falter. So, was gibt's hier? Hier ist nichts. Gibt's hier was? Ja, hier gibt's was. Ja, das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Ich muss hier jetzt nämlich... Zack. Genau. Zack. Hm. Das wird interessant.